Hi Leute, herzlich willkommen direkt aus der Blue Bubble. Und hier haben wir für mich den Rookie of the Year neben mir stehen, Nils Schmitz. Nils, du hast sozusagen ein Stück weit deinen Durchbruch geschafft mit den Lions, deine Premiere in der Pro A gemeistert. Du bekommst immer mehr Vertrauen vom Coach. Was ist das für ein Gefühl? Ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Wie gesagt, das ist meine Premiere. Ich habe davor nur in der Pro B gespielt. Ist auf jeden Fall nochmal was anderes. Die Liga an sich ist besser, meine Mitspieler sind besser. Und deshalb freut es mich eigentlich umso mehr, dass ich trotzdem noch mehr Vertrauen habe, vom Coach jetzt meine Minuten zu spielen. Was würdest du den jungen Talenten raten? Ja, du bist ja selbst noch recht jung. Was war der Auslöser für diesen, ich sag mal schon, einen Durchbruch, ne? Dass du es jetzt wirklich fest in die Rotation geschafft hast? Wie gesagt, es ist eigentlich nur die harte Arbeit. Ich habe auch im Sommer jetzt gerade während Corona eigentlich viel trainiert, auch zu Hause, auch wenn die Hallen zu waren. Es hat mir Selbstvertrauen gegeben und wenn man mit Selbstvertrauen spielt, dann soll es einen nicht wundern, wenn der Trainer einen auf einmal einsetzt.